Gehen wir hier noch mal weiter zu einem wirklichen Messe-Highlight, der IPM 2013. Auch ausgezeichnet mit dem Neuheitenpreis für blühende Topfpflanzen vom Zentralverband Gartenbau. Wir haben hier besonders als Neuheiten zu erwähnen die Todaisy Minis, eine Cineraria-Serie, bei denen es hier wirklich mal auch Mini-Pflanzen gibt, die man ideal für die Tischdekoration nutzen kann. Damit auch das wirklich auffällig präsentiert werden kann, gibt es auch dazu ein CC-Banner. Die Todaisys stehen in einem passenden Topf, sodass sie gerade im Frühjahr vor der Beet- und Balkonpflanzensaison auch richtig auffallen im Handel. Wir sehen hier oben auch mal eine Reihe stehen, wo man die Pflanzen ganz schön in dem Topf sieht. Neben den Minis gibt es auch eine Serie von großblumigen Todaisys. Besonders leuchtend und als neue Farbe zu erwähnen sicherlich die pinke Sorte. Aber auch Purple als klassische Farbe ist sicherlich ein Eyecatcher, gerade nach dem dunklen Winter. Something new here at the IPM Essen Show is a new Senecio series called Todaisy. We've got basically two series, it's broken into two sub-series. We've got a mini and then we've also got a more traditional size. Our minis won an award for being a best new introduction in the potted plant category. As you can see, the flower size on the larger one is a good 2 inches across, very clear colors, very nice looking flowers, very clean. While the smaller varieties have the same clean look to them, just in a more compact size. The marketing that goes along with this includes a tag, but also we've got some branded pots and then also cart banners that just to increase sales, drive customers to look a little bit closer at this product so that they can take it home. Great for indoor production, potted plants, also a good seasonal product for the U.S.